Nun ist es aber schon ein bisschen sehr locker jetzt geworden. Was macht ihr da? Nein, die Taube versucht, ihre Brezel zu bekommen. Das tut weh. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute ist einer der wenigen Tage, wo es gutes Wetter hat. Wobei man muss sagen, gestern war es okay. Die Tage davor war dann nicht so okay. Morgen soll es noch, glaube ich, gut sein. Und das war's dann auch. Es reicht dann erstmal für den Sommer. Vielleicht sieht man's. Okay, hier bestimmt nicht im Schatten, aber in der Sonne wird man es bestimmt sehen. Vielleicht seht ihr es auch jetzt schon. Sieht alles sauber aus. Und mit sauber meine ich nicht, dass alles TÜV hat, sondern dass das Bike an sich sauber ist. Ja, das liegt daran, dass ich mich nach gefühlt 2 Monaten endlich selber überredet habe, das Motorrad putzen zu gehen. Aber ja, das Bike ist sauber. Es ist so schön, ein sauberes Bike zu haben. Wobei ich hier schon wieder sehe, was schmutzig ist am Mann. Na, zickzack. Und was mir auch aufgefallen ist beim Saubermachen, der Tank ist komplett am... Digga, der Tank ist so zerkratzt, genauso wie hier. Das auch, aber das ist mir schon länger aufgefallen, dass das komplett zerkratzt ist. Und dann rechts, wo das Bike umgefallen ist, habe ich auch ein paar neue Kratzer gefunden. Aber juckt mich nicht. Bike ist da, um gefahren zu werden. Was machst du? Drehst einmal über 20 Kreuzungen um, oder? Aber genau deswegen würde ich auch niemanden auf der ganzen Welt empfehlen, als erstes Fahrzeug, egal ob Motorrad oder Auto, einen Neuwagen zu holen. Weil du wirst damit bauen, wirst einen Unfall haben, es wird was zerkratzt werden. Und hätte ich mir jetzt als erstes Bike eine dicke 500er geholt für 7000 Euro, wäre ich brutal salzig, dass ich es hingeschmissen hätte. So, Bruder, dann ist sie halt hingefallen. Juckt mich echt nicht, Mann. Motor läuft, oder? Dann geht's weiter. Natürlich sieht's nicht so geil aus, wenn hier das da so... Nun ist das aber schon ein bisschen sehr locker jetzt geworden. Geht's noch? Ja, es geht noch. Das ist das Wichtige, dass es geht, weißt? Niemand muss sich was vormachen. Jeder macht mal was kaputt. Ich habe beim ersten Auto 2 Unfälle gehabt. Ich habe mit dem Motorrad, ist es mir jetzt 2-mal umgefallen. Digga, gelaufen, so ist es halt. So, jetzt haben wir genug wichtige Themen gesagt und Lebensweisheiten mitgegeben. Jetzt können wir weiter mit dem Content machen, den wir gewohnt sind. Was macht der Mazda da vorne? Digga, euch hat man doch allen komplett ins Hirn. Jetzt macht er gar nichts, jetzt bleibt er einfach stehen. Der Herr, komm, lass. Da lieber schnell weg von dem. Keine Ahnung, was der noch vorhat, weißt. Bevor jetzt irgendeiner kommt und sagt, ja, der Mazda hat ja nichts falsch gemacht. Vielleicht hat er nichts falsch gemacht, ja. Aber trotzdem, bleib doch einfach stehen, wenn du siehst, dass ein Bus neben dir Blinker gibt, Mann. So, es geht nicht darum, ob du im Recht bist oder nicht. Es geht darum, dass du dich einfach nicht wie ein total asozialer im Verkehr verhalten solltest, Mann. Weißt, sag ich, der gefühlt überall fährt, wo man fahren kann, um schnell voranzukommen. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich versuche zu sagen, weißt. Bestes Beispiel zum Beispiel, ich glaube, das war einmal, das war auch auf Video, wo ich mich dann beschwert habe, dass die Fahrradfahrer nebeneinander gefahren sind. Natürlich, es war eine Fahrradstraße, ja. Sie dürfen das, ja. Aber nur weil du etwas darfst, sollst du nicht was tun, was jeden anderen außer dich behindert, Mann. Und genauso ist es auch, wenn jemand etwas macht, was man nicht im Straßenverkehr machen darf. Aber es halt niemanden behindert in diesem Fall. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Straße ist, wo man nur gerade ausfahren darf und er biegt nach links oder nach rechts ab. Aber macht es halt so schnell, dass es niemanden stört. Dein Junge juckt mich doch nicht. Von mir aus hättest du auch rückwärts in die Straße reinfahren können, solange du niemanden damit behinderst. Bruder, wenn es dich glücklich macht, dann mach's. Ganz einfach. Und ich denke, die Leute sollten mehr so anfangen zu denken. Das wird gerade so voll der tiefe Talk, weißt du. Ich dachte, heute wieder Video, wo ich ein bisschen rumschrei, mich aufreg. Am Ende, ich führe hier tiefgründige Gespräche mit mir selber, wie man sich zu verhalten hat im Straßenverkehr etc. Darauf habe ich gar keinen Bock, gar keinen Bock, gar keinen Bock. Digga, Mann. Was sollte das jetzt? Das war fast schon knapp jetzt. Was versucht der da? Der steht einfach so rum. Bisschen chillen. Was macht ihr da? Digga, Mann. Die Leute einfach, wir gehen einfach mitten auf der Straße, weißt du?
Warum ist hier auch Stau? Mann, ich will doch einfach nur fahren. Ich muss den Motor ausmachen, es wird zu heiß. Das merke ich auch richtig schon an den Beinen. Übrigens, ja, ich weiß, es ist ungewohnt, dass ich nicht neue Standards setze, was Style angeht. Der hinter mir denkt auch, ich bin komplett Kopf, Mann. Aber es hat was gebracht. Die Anzeige ist runtergegangen. Was macht der Mazda da? Bro, Mann. Ja, genau. Erstmal fresh Insta-Story raushauen auf dem Roller, ne? Ich habe noch gar nicht die Geschichte erzählt. Letztens, ich weiß leider nicht, wie diese Person aussieht oder wer diese Person ist, aber irgend so ein extrem ehrenloser hat bei mir einfach die Reset-Taste hier gedrückt, also den Tageskilometerzähler zurückgestellt, während das Bike draußen stand. Bruder, ich schwöre dir, ich hoffe, dass dir beim nächsten Mal Geschirr abwaschen die Ärmel sowas von runterrutschen, dass du gleich ein neues Oberteil anziehen musst. Weil wie hobbylos musst du denn sein, um fremdes Gut anzufassen, da irgendwas zu machen? Natürlich, das ist jetzt mega harmlos, weil es ist mein Tageskilometerzähler, den benutze ich halt nur dafür, um zu sehen, wann ich wieder tanken fahren muss. Weil ihr wisst Bescheid, ich habe nicht 1,1 Abschluss bekommen, weil ich dumm im Kopf bin. Ich habe keine Tankanzeige, dafür schaue ich immer mit Tageskilometerzähler, wie viel ich schon gefahren bin seit der letzten Tankfüllung. Und da weiß ich ungefähr, wann das Lämpchen angeht. 1,1 Abschluss gemacht, ne? Aber ja, Bruder, solltest du das Video sehen, was du bestimmt nicht tust, weil nicht so viele Leute meine Videos sehen. Ich wünsche dir noch, dass du irgendwann deinen Sinn im Leben findest und dass du echt glücklich wirst. Auch wenn es dich glücklich macht, einfach fremdes Eigentum anzufassen. Der, dieses Video ist viel zu real geworden, Mann. Ich habe so ernste Themen jetzt durchgenommen, das kann doch nicht sein. Oh nein, die Taube versucht, ihre Breze zu bekommen. Oh nein! Taube, das schaffst du, ich glaub an dich. Jetzt kommen wir wieder an den Ort, wo wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Okay, jetzt aufpassen. Linken Blinker geben, Schulterblick, schauen, fahren. Ganz konzentriert bleiben. Rechts kommt niemand, gut. Rechten Blinker geben, rechts schauen, rechts fahren. So. Jetzt, Junge, diese Hecken sind auch platziert wie Weltmeister. Ah, man hat zickzack, die Straße ist zu. Junge, die Seitenstraßen, die sind komplett Katastrophe zu fahren, Mann. Oh, Mann! Das soll ja bis jetzt die Wiesen ersetzen, dadurch, dass die Wiesen dieses Jahr ja abgesagt wurde. Maschallah. Die Wiesen wurde ja abgesagt dieses Jahr. Und deswegen sind in ganz München jetzt solche Geschäfte aufgestellt, die die Wiesen ersetzen sollen. Es war doch nicht so schlimm, durch die Seitenstraßen zu fahren. Ich glaube, das ist weiter vorne, wo es komplett Katastrophe ist. Wo gefühlt jede Straße eine Einbahnstraße ist mit drei Baustellen. Ich habe voll Bock auf einen Döner, aber ich habe keine Maske dabei. Ich bin dumm im Kopf. Ja, fahrt doch davor. Junge, die sind so dumm, die Leute. Man fahr doch über Rot. Digga, Mann, die Leute, den hat man so... Boah, nee, komm, lass. Ich sag gar nichts mehr dazu, Mann. Ah, YouTube. Zum Ende ist es ja ein bisschen normal geworden, ein bisschen rumgeschrien, ein bisschen aufgeregt, dies, das, Ananas. Ey, hus Quatscho. Komm, komm, du weißt selber, dass du ein Wheelie ziehen willst, aber... Seine Krümmer waren so pink und blau und sowas. Sah schon fresh aus, Mann. So, YouTube, dann beenden wir das Video. Bisschen Normalität ist ja jetzt wieder eingekehrt gegen Ende. Und das war doch nicht alles ganz so ernst wie immer. Wobei, es ist schon ernst, wenn du einen Feuerwehrwagen nicht vorbeilässt, weil du nicht über Rot fahren willst. Aber hey, wenn es die Leute glücklich macht. Aber ihr wisst ja, was ich meine. An dieser Stelle genießt das schöne Wetter. Was noch ein paar Tage sein wird, wenn dieses Video hochgeladen wird, weiß ich gar nicht, wie das Wetter ist. Ich schaue schon gar nicht mal den Wetterbericht. Ich schaue mal, bevor ich rausgehe, schaue ich in den Himmel. Ist es sonnig? Ja, dann kann ich fahren. Ist es nicht sonnig? Nein, kann ich wahrscheinlich nicht fahren. Bleibt mir gesund, YouTube. Gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.